Ja, und willkommen zu einem besonderen Video. Und zwar heute gucken wir uns die 10 besten Monster an, die es je in Yu-Gi-Oh! Gab. Und ich würde sagen, wir reden nicht so lange und fangen direkt an. Fangen wir auch schon mit der ersten Karte an, und zwar Platz 10. Bei dieser Karte handelt es sich eher um so eine unscheinbare Karte. Es handelt sich um die Karte Märchenschweif Schnee. Ja, diese Karte war zu Beginn gar nicht mal so beliebt, denn ihr Effekt ist scheinbar nicht so gut. Doch nach und nach entwickelte sich die Karte als richtige Broken-Karte, beziehungsweise erst als Spicy Tech und dann später halt als sehr heftige Karte und fand immer mehr Plätze in dem ein oder anderen Meta-Deck und irgendwann wurde sie so mächtig, dass sie sogar verboten wurde. Doch was kann die Karte? Ich lese einfach einmal vor. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschworung beschworen wird, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Das hier sind jetzt die Kosten. Ändere es in die verdeckte Verteidigungsposition. Punkt. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, Schnelleffekt. Du kannst 7 andere Karten von deiner Hand, deinem Spielfeld oder und deinem Friedhof verbannen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Ja, das klingt in erster Linie jetzt gar nicht so krass. Ich meine, ja, okay, wenn sie beschworen wird, darf sie Monster verdeckt setzen. Doch genau das ist schon was sehr krasses, denn ihr müsst bedenken, zum Beispiel Link-Beschwörung funktioniert nicht. Aber auch allgemein, wenn ihr einfach Exit-Plays machen will, geht das eben auch nicht. Diese Karte kann also euren Gegner sehr schnell und sehr direkt interrupten. Und da sie vom Friedhof spezial schon werden kann, kann das halt auch im gegnerischen Spielzug gemacht werden. Und das macht diese Karte so stark. Ebenfalls darf man nicht vergessen, dass diese Karte in 60-Karten-Decks gespielt wurde, wo man ja Nachbars Gras ist grüner gespielt hat. Und hiermit konnte man sehr, sehr, sehr viele Karten vom Deck auf den Friedhof legen. Hier im Beispiel zum Beispiel, wir spielen 60 Karten und unser Gegner spielt einfach mal 40 Karten. Und ihr seht, das ist einfach extrem viel Karten, die ihr millen könnt. Und wenn ihr dann noch Snow bzw. Schnee halt in den Friedhof sendet, habt ihr automatisch diverse Möglichkeiten, diese Karte spezial zu beschwören. Doch ebenfalls, was diese Karte sehr, sehr krass und besonders macht, ist, dass sie nicht once per turn ist und auch nicht once per chain, was sie so stark macht. Denn zum Beispiel, ihr habt sie im Friedhof und aktiviert einfach ihren Effekt. Dann kann es ja sein, dass der Gegner einfach Diddy Crow aktiviert oder Called by the Grave. Doch ihr könnt diesen Effekt einfach nochmal nutzen und sie dann halt dementsprechend beschützen. Das macht diese Karte so stark, dass nicht mal eine Handtrap oder halt eine entsprechende Zauberkarte diese Karte aufhalten könnt. Ebenfalls, wie gesagt, ist es nicht once per turn und wenn ihr es in eurem Spielzug nutzt, könnt ihr diese Karte auch einfach benutzen, um immer weiter hochzulinken oder um immer wieder ein Monster zu haben, was ihr eben benutzen könnt. Und deswegen ist diese Karte zu Recht auf jeden Fall auf Platz 10. Kommen wir auch schon zur nächsten Karte, Platz 9. Diese Karte wird von einem Pendulum-Monster belegt und vielleicht kennt der ein oder andere diese Karte noch. Es handelt sich um Kirin. Kirin ist ein Pendulum-Monster, was relativ früh erschienen ist und sehr unscheinbar ist, jedoch einen sehr starken Effekt hat. Und zwar, diese Karte hat nicht nur eine sehr gute Scale, denn mit 2 hat man eine sehr gute Low-Scale, sondern zusätzlich hat sie 6 Sterne, was sie auch ziemlich leicht tributbeschwörbar macht. Aber ihr Effekt ist folgender. Sie hat gar keinen Effekt in der Scale, braucht sie auch nicht, denn ihr Monster-Effekt ist gut genug. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, das heißt, ihr könnt es auch im gegnerischen Spielzug machen, du kannst ein Pendulum-Monster in deiner Main-Monster-Zone und ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, wählen. Ja, das sind erstmal hier die Kosten. Gib sie auf die Hand oder die Hände zurück. Du kannst diesen Effekt von Mindspans Einhorn Kirin nur einmal pro Spielzug verwenden. Kann weder als Ziel für Karteneffekte deines Gegners gewählt, noch durch diese zerstört werden. Und ja, und da liegt auch schon das kleine Detail. Der letzte Satz macht diese Karte so heftig. Denn ja, ihr beschwört sie einfach und der Gegner kann sie gar nicht so leicht outen. Denn ja, wie wollt ihr sie outen? Kann nicht gewählt werden und kann nicht zerstört werden? Ich meine, das ist schon mal sehr stark und zusätzlich halt umso schwerer diese Karte zu outen. Natürlich kann man einfach über sie drauf rennen, das heißt, man greift sie einfach an, aber dann kann man ja immer noch sie selber zurück auf die Hand nehmen und nächsten Zug Pendel beschwören und das Ganze gleich nochmal machen. Das besondere Starke hierbei ist natürlich auch, dass ihr nicht sie selber wählen müsst, weil dann wäre sie ja immer wieder, müsstet ihr sie irgendwie beschwören. Nein, ihr könnt sie in euren Zug beschwören, ein anderes Monster zurück auf die Hand geben und dann im gegnerischen Spielzug nochmal ein anderes Monster zurück auf die Hand geben. Hier im Replay sehen wir jetzt auch, beziehungsweise beim Spiel bei einer YCS, da sehen wir halt einfach, dass Kirin halt hier ja einfach den kompletten Zug aufhält, indem man einfach das wichtige Monster zurück auf die Hand gibt und damit halt dementsprechend die Gegner komplett rausbringt und dann halt einfach das Controlling hat und damit halt auch schon so gut wie das Game. Oder hier auch im anderen Replay, da sieht man einfach, dass diese Karte halt hilft, dem Gegner nicht reinzukommen. Wir bouncen einfach immer wieder das Monster, was dein Gegner eben beschwört und greifen dann halt weiter direkt an, um dann halt eben dementsprechend Game zu machen. Eine sehr starke Karte und quasi ein kleiner Tower zugleich. Deswegen auf jeden Fall Platz 9.
Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar Platz 8. Platz 8 belegt ein Exceed-Monster, um genau zu sein, Nummer 86. Und diese Karte hat sehr in sich. Erstmal ist der Kartentext ziemlich lang. Und sie ist unterschiedlich stark zu gewissen Zeitpunkten. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Effekt an, und zwar folgender. Während jeder Endphase deines Gegners hänge ein Exceed-Material von dieser Karte ab. Diese Karte erhält Effekt basierend auf der Anzahl, an denen sie angehängte Exceed-Materials hat. Bei ein oder mehr kann nicht durch Kampf zerstört werden. 2 oder mehr erhält 1500 ATK und Death. 3 oder mehr bleibt von den Effekten anderer Karten unberührt. 4 oder mehr, dein Gegner kann kein Monster als normale Spezialbeschwörung beschwören. 5, einmal pro Spielzug, du kannst alle Karten zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Und ja, ihr merkt schon, je mehr Exceed-Material diese Karte hat, desto heftiger wird diese Karte. Und die Karte gab es schon ziemlich lange, beziehungsweise so lange, dass sie halt da war, aber nicht so krass gespielt wurde. Sie wurde in ein oder anderen Deck gespielt, aber halt eben nicht so in voller Kraft. Und dann kamen immer mehr Karten raus, immer mehr Exceeds. Und irgendwann konnte man ihn easy, ganz easy, mit 6 Materialien beschwören. Das heißt, diese Karte allein hat die Gegner komplett, ja, aufgehalten. Er konnte nichts mehr machen. Selbst die Kaijus waren nutzlos, denn man durfte ja nichts normal oder spezial beschwören. Das Einzige, was man machen konnte, ist was setzen und dann eben dementsprechend hoffen, dass der Gegner nächsten Zug dich nicht tötet. Und ja, sehr stark. Die Schwachstelle dieser Karte jedoch ist halt, dass sie sehr langsam, aber sicher halt immer schwächer wird und irgendwann komplett unbrauchbar wird, weil sie nach und nach einen ihrer Effekte verliert. Jedoch, meist habt ihr bis dahin die Gegner eh schon getötet. Von daher war sie natürlich sehr, sehr strong und sehr stark. Kommen wir zur nächsten Karte. Und sie macht ihren Namen auf jeden Fall alle Ehre, denn es ist ein König und es ist wirklich ein König. Die Karte, um die es sich handelt, ist Masterpiece. Masterpiece ist, glaube ich, einer der heftigsten Tower überhaupt und viele fragen sich jetzt bestimmt, warum Nummer 86 nicht vor Masterpiece steht. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal zu den Effekten. Und zwar, die Karte hat folgenden Effekt. Um diese Karte offen als Rootbeschwörung zu beschwören, kannst du ein oder mehrere permanente Zauber- oder Fallenkarten, die du kontrollierst, sowie Monster als Tribut anbieten. Bleib von den Effekten von Karten mit demselben Kartentyp, Monster, Zauber und oder Falle, wie der Grundkartentyp der Karten, die als Tributbeschwörung für diese Tributbeschwörung angeboten wurden, unberührt. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, falls du diese Karte als Tributbeschwörung beschworenen Monster kontrollierst, du kannst eine permanente Zauber- oder Fallenkarte von deinem Friedhof verbannen und dann eine andere Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Ja, der Kartentext ist auch gar nicht so kurz und viele verstehen nicht so ganz vielleicht, was das bedeutet. Das heißt, wenn ihr 2 verschiedene Sachen benutzt habt, um sie halt Tribut zu beschwören, ist sie von 2 Sachen unberührt. Und unberührt ist ein sehr starker Effekt an sich aus und ihr könnt sogar aussuchen, was es ist. Ihr könnt Falle, Zauber, Monster, also natürlich nur 2 von den 3 Sachen. Und das ist schon mal sehr, sehr stark. Doch was die Karte ebenfalls unglaublich stark macht, ist halt eben dieser Zerstörungseffekt in beiden Spielerzügen. Das heißt, in meinen, in deinen, in meinen, in deinen. Es ist egal, denn du kannst es immer einmal pro Spielzug tun und das macht diese Karte sehr, sehr, sehr stark, denn Interruption ist immer sehr mächtig und Zerstören sowieso. Wenn der Gegner eine Fallenkarte setzt, im Ende seines Zuges zerschießt du sie, er kann sie nicht mehr aktivieren. Dein Gegner will in starke Monster gehen, du nimmst ihn einfach vorher die Materialien. Außerdem natürlich ist sie mit 2950 ATK ebenfalls ein sehr großer Beatstick und kann dementsprechend über Monster drüber rennen und wenn sie sogar in themeneigenen Decks gespielt wird, kann sie sogar, wenn sie nicht von Zauberkarten unberührt ist, mit Diagram noch stärker werden und ist sogar geschützt vor Kampfzerstörung, was diese Karte natürlich nochmal wesentlich stärker macht. Doch diese Karte wurde nicht nur in True Draco gespielt, sondern sie wurde auch in diversen anderen Decks gespielt und manche haben sogar eine kleine Engine gespielt, einfach nur um diesen heftigen Tower zu beschwören. Was diese Karte natürlich so viel stärker macht als einfach Nummer 86, ist nicht der Effekt, dass er zerstören kann. Ich meine, Nummer 86 verhindert einfach, dass der Gegner gar nicht mehr spielen kann. Nein, das Problem ist, Nummer 86 wird nach und nach schwächer und Masterpiece ist egal welcher Situation eigentlich immer besser, denn er ist eigentlich immer unberührt und er kann immer was zerstören, solange ihr natürlich was im Friedhof habt und deswegen ist diese Karte natürlich sehr, sehr stark und zu Recht auf diesem Platz. Kommen wir auch zu den 6. Platz und diesen Platz wird vertreten von einem Exceed-Monster, um genau zu sein, äußeres Wesen Azathoth. Und ja, diese Karte hat einen ziemlich langen Effekt und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Du kannst diese Karte auch als Exceed-Beschwörung beschwören, indem du ein äußeres Wesen Exceed-Monster, das du kontrollierst, als Material verwendest. Transferiere seine Materialien an diese Karte. Kann nicht als Material für eine Exceed-Beschwörung verwendet werden. Nachdem diese Karte als Exceed-Beschwörung beschworen wurde, kann dein Gegner für den Rest des Spielzugs keine Monstereffekte aktivieren. Falls diese Karte mindestens 3 Exceed-Materialien hat,
eine Fusion, eine Synchro und ein Exit-Monster. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Ja, und der Effekt, vor allen Dingen der untere Effekt, ist gar nicht so wichtig. Der besondere Effekt, der diese Karte so stark macht, ist einfach der Effekt. Und zwar, der Gegner kann für den Rest des Spielzugs ja keine Monster-Effekte mehr aktivieren, was extrem stark ist. Natürlich muss man jetzt sagen, ja okay, die beschwört man doch einfach in meinen Zug und dann kann er nichts aktivieren, ist jetzt nicht so stark. Stimmt erstmal. Und außerdem ist die Beschwörungsjagd ja gar nicht so leicht. Ich meine, man braucht einfach 3 Monster von der Stufe 5. Das ist schon ziemlich viel. Aber er hat ja quasi einen kleinen Bruder. Und zwar äußeres Wesen, ein anderes. Und ihr könnt es benutzen. Und er braucht nur 2 Level 4er. Das bedeutet, 2 Level 4er gehen fast in jeden Deck. Und in den ein oder anderen Deck umso leichter, wie zum Beispiel in Lunalight, ziemlich einfach auf jeden Fall zu beschwören gewesen. Und dann legt man einfach ihn drüber und dann kann der Gegner eben nichts mehr aktivieren. Ihr denkt euch jetzt, ja wie gesagt, ja und, ist ja nicht mein Zug, aber Handtraps sind damit auch raus. Das heißt, ihr könnt problemlos weiterspielen, ohne Handtraps, ohne Nibiru. Die einzige Karte, die dann noch funktioniert, ist Impermanence, aber sonst halt, wie gesagt, keine Monster-Effekte, was ziemlich stark ist. Und natürlich hat man das auch benutzt, um Locks zu machen im gegnerischen Spielzug. Denn eine Zeit lang konnte man mit der Rank-Up-Spell ebenfalls halt, indem man den Time Thief benutzt hat, im gegnerischen Spielzug eben Azathoth rufen und dadurch den kompletten Zug des Gegners einfach shutdown. Und das war's dann eigentlich. Ich meine, der Gegner kann kaum noch was machen. Natürlich darf er immer noch Monster beschwören, aber wie gesagt, keine Effekte nutzen. Und das ist ja inzwischen das Wichtigste. Und deswegen ist diese Karte so, so stark und verhindert komplett das Spiel des Gegners. Und deswegen auf jeden Fall zu Recht eine sehr, sehr gute Karte. Und hier eben auf diesem Platz. Ein kleiner Funfact dieser Karte. Es ist die jüngste Karte auf dieser Liste. Diese Karte wurde in Shadow in Valhalla gedruckt. Und das heißt 2018. Und ist damit halt, wie gesagt, die jüngste Karte hier und vor allen Dingen ist sie noch gar nicht so lange verboten. Falls ihr euch sagtet, dass Azathoth schon ziemlich heftig war, weil er einfach verhindert hat, dass der Gegner spielen darf, dann ist dieser Platz auf jeden Fall was für dich, denn Nummer 16, Schockmeister, ist die nächste Karte und unser Platz 5. Diese Karte verhindert nicht nur, dass keine Monster-Effekte aktiviert werden können, nein, er verhindert noch mehr. Deswegen gehen wir mal eben in den Effekt rein. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Exit-Material von dieser Karte abhängen, um einen Kartentyp zu benennen. Monster, Zauber oder Falle. Bis zu Ende des nächsten Spielzugs deines Gegners kann der benannte Typ, falls Zauber oder Fallenkarte, nicht aktiviert werden und falls Monster, seine Effekte können nicht aktiviert werden. Das ist auf jeden Fall ein Shutdown, nicht nur für Monster, sondern du darfst sogar aussuchen. Spielt er gegen Sky Striker, sagst du einfach mal Zauberkarte. Spielst du gegen, ja, irgendwie sowas wie Paläozoik oder halt eben Altergeist, sagst du Falle. Spielst du gegen etwas, was sehr kombo mit Monstern, sagst du Monster. Und er ist eigentlich relativ leicht zu beschwören. Du brauchst einfach nur 3 Monster der Stufe 4. Das ist inzwischen ziemlich leicht. Da gibt es genug Extender-Möglichkeiten, dort eben reinzukommen. Und ja, ich meine, ihr dürft es euch aussuchen. Und deswegen ist die Karte natürlich zu Recht hier auf der Liste. Und auch sehr, sehr mächtig und auch schon sehr, sehr lange vor allen Dingen verboten. Kommen wir langsam aber sicher zum Treppchen. Aber erstmal natürlich der Platz 4. Und es handelt sich um eine sehr alte Karte. Und zwar um den Magieforscher. Denn sie ist die älteste Karte in dieser Liste, das ist auch schon der Fun Fact und der Effekt ist folgender. Zahle 1000 Lebenspunkte, um ein Fusionsmonster der Stufe 6 oder niedriger als Spezialbeschwörung aus deinem Fusionsdeck zu beschwören. Dieses Fusionsmonster kann die Lebenspunkte deines Gegners nicht direkt angreifen und während der Endphase des Spielzugs in dein Fusionsdeck zurückgelegt. Natürlich muss man bedenken, dass hier damit natürlich das Extra-Deck gemeint ist, das heißt, ja natürlich das Fusionsdeck gibt es als solches nicht mehr. Aber warum ist die Karte so heftig, denn sie beschwört hier nur ein Level 6 oder niedriger Monster aus dem Extra-Deck. Naja, wir haben die Master Rule 5 jetzt, das heißt, Fusionsmonster können überall hin beschworen werden. Das heißt, ihr könnt quasi so viele beschwören, wie ihr wollt, solange ihr natürlich Zonen frei habt. Was heißt, ihr könnt mit dieser Karte schon mal sehr viel spammen, was diese Karte schon mal sehr stark macht, denn so könnt ihr einfach ganz schnell in links gehen, also sehr hoch linken, oder einfach, ihr benutzt einfach die Materialien, also die Fusionsmonster, um Exit-Beschwörung zu machen und so könnt ihr dementsprechend immer weiter euer Feld aufbauen und natürlich ein sehr krasses Feld etablieren mit einer Karte. Denn ihr habt immer noch 4 Karten in der Hand und könnt damit ebenfalls noch Schabernack treiben. Auf jeden Fall deswegen sehr stark, aber wenn es das nur wäre, wäre es ja okay, weil ich meine, okay, dann habt ihr halt ein krasses Feld. Aber es gibt inzwischen schon so Karten wie Nibiru oder sowas wie Dark Ruler No More oder ähnliche Karten, um dieses Feld zu sprengen. Ja, das stimmt.
Aber diese Karte hat schon so viele FTKs ermöglicht. Diese Karte alleine erlaubt euch FTKs ohne Ende zu machen. Ihr sitzt gerade auch hier so im Replay in Schnelldurchlauf. Diese Karte alleine macht einfach ein FTK. Und ich meine, das ist einfach unfair. Natürlich muss man natürlich bedenken, sie alleine nicht ganz, denn ihr braucht immer noch eine andere Karte, die halt dementsprechend den FTK ermöglicht. Aber es ist sehr, sehr heftig. Und allein wegen des FTKs Potenzial muss man diese Karte eigentlich schon verbieten. Aber das Feld etablieren ist so strong, denn ich meine, mit einer Karte einfach Negates und ein fettes Feld hinlegen ist auch schon viel, viel zu heftig. Vor allen Dingen, weil es ja inzwischen auch schon Fusionsmonster gibt, die Empfänger sind. Und dann könnt ihr einfach auch Synchro-Beschwörung machen. Und ja, das ist einfach viel zu mächtig. Und deswegen hier nur zwar auf Platz 4, aber einer auf jeden Fall der heftigsten Karten, die es überhaupt in Yu-Gi-Oh! Gibt. Ja, und da sind wir auch schon auf den Siegertreppchen. Wir fangen mit Platz 3 an. Und zwar mit Ältestes Wesen Norden. Ja, diese Karte ist ziemlich krass und ja, eine sehr starke Fusionskarte. Und wir gucken uns erstmal, was die Karte kann. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder niedriger in deinen Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte werden annulliert. Zusätzlich verbannt es, wenn diese Karte das Spielfeld verlässt. Klingt ja ziemlich simpel. Ist im Grunde, ihr dürft nur ein Monster vom Friedhof spezialbeschwören. Klingt ziemlich simpel, ist aber sehr krass. Es ist ein Fusionsmonster, das heißt, ihr müsst es fusionsbeschwören oder ihr habt Instant Fusion. Denn Instant Fusion beschwört diese Karte einfach für 1000 Lebenspunkte, for free quasi. Und dann der Effekt funktioniert trotzdem, ihr beschwört was anderes, macht einen Exit draus und schon wird das Monster nicht verbannt, sondern geht auch noch im Friedhof. Also schon mal so an sich ziemlich stark. Als die Karte rauskam, war sie ein sehr starker Push für alle Decks, für Randdecks, aber auch für Metadecks. Denn die Karte kann quasi ja überall gespielt werden, denn ihr spielt sicherlich ein Level 4 oder niedriger Monster in eurem Deck und könnt so halt einfach weiter extenden oder halt eure Combo fertig machen. Deswegen schon mal sehr, sehr stark. Und naja, welches Deck hat den Norden dann perfektioniert zu spielen? Genau, Zodiac. Zodiac hat diese Karte nicht einmal beschworen, nicht zweimal beschworen, nein, in einem Zug mehrfach beschworen und den Effekt immer wieder benutzt, um weiter Plus zu machen und dann auch noch ihn sogar zu recyceln und weiter zu beschwören, recyceln, weiter zu beschwören. Also da hat Zodiac ziemlich, ziemlich viel Plus gemacht mit nur dieser eigenen Karte. Ja, die Combo wird auch Schieb-Combo genannt. Ich lasse sie gerade hier im Hintergrund bzw. Vordergrund laufen. Ja, die Combo ist einfach abnormal krank. Ich meine, ihr macht so viel Plus und das alles nur unter anderem natürlich wegen Norden. Klar, die Zodiac Engine ist sehr stark, aber Norden hat das Ganze halt extrem gemacht. Und der kleine Fun Fact hier ist, diese Karte hat nur einen einzigen Print und zwar in Super Rare. Das war's, mehr Prints hat die Karte nicht bekommen, weil sie dann auch gleich verboten wurde. Ich meine, diese Combo war einfach zu krass, um diese Karte weiter erlauben zu lassen. Ist natürlich schade für das ein oder andere Deck, was dadurch halt einfach ja, diese Support-Karte quasi verloren hat. Aber sind wir mal ehrlich, es musste weg, denn das war einfach viel zu krass. Kommen wir auch schon zu dem zweiten Platz. Und ja, zweiter Platz ist eine Karte, die eigentlich gar nicht hier drauf sein dürfte, aber trotzdem ist. Und von welcher Karte rede ich? Ich rede von dem guten alten Chaos Imperator Drache. Und ja, warum ist diese Karte hier in der Liste? Die ist doch gar nicht so krass. Ich meine, die ist erlaubt und keiner spielt sie. Das ist richtig, aber die Karte hatte früher mal einen anderen Effekt. Und wir gucken uns den alten Effekt an, denn ja, so wurde die Karte ja ursprünglich gedruckt. Und dieser Effekt hat es in sich und er hat noch was ganz Besonderes ausgelöst. Aber wir gucken uns erstmal den Effekt an. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung oder gesetzt werden. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du ein Licht oder ein finsternes Monster aus dem Friedhof aus dem Spiel entfernst. Zahle 1000 Lebenspunkte, um alle Karten auf den Händen beider Spieler und auf dem Spielfeld auf den Friedhof zu legen. Füge den Life Points eines Gegners für jeden durch diesen Effekt auf den Friedhof gelegte Karte 300 Schaden zu. Und ja, da seht ihr es. Der neue Effekt ist ein bisschen eingeschränkter, der alte Effekt jedoch nicht. Und er kann einfach das komplette Feld und die komplette Hand wegmachen. Natürlich muss man bedenken, in der heutigen Zeit könnte man sicherlich den einen oder anderen Effekt dadurch triggern, aber damals, als die Karte rauskam, war sie noch stronger aus einem anderen Grund. Und zwar, es gab einen kleinen Bruder, also kann man so ein bisschen sagen, und zwar Yata Garasu. Viele sagen, das ist auch einer der heftigsten Monsterkarten und deswegen sehe ich diese beiden auch eher so im Duo, denn diese Karten haben zusammen was sehr Heftiges gemacht und zwar einen Lock. Der erste, ich sag mal, krasseste Lock, den es zu Beginn von Yu-Gi-Oh! Gab und mit fast überhaupt gab. Ich muss zugeben, so eine Art Handlock gab es nochmal später mit einem Wasserdeck, aber generell dieser Lock ist heftig und zwar er verbietet, dass der Gegner einfach nichts mehr ziehen kann. Denn Yata Garasu sagt, wenn er direkt angegriffen hat, wenn er Lebenspunkte Schaden zugefügt hat, darf der Gegner nicht mehr ziehen und wenn wir Chaos vorher beschworen haben, haben wir alles genommen. Feld
und Hand. Und wenn dabei bei uns Sangan in den Friedhof gegangen ist, wie ihr es hier im Replay seht, dann konnten wir Yatagarasu adden, Yatagarasu normal beschwören, direkt, und der Gegner hat keine Hand mehr und wir können jeden Zug einfach immer direkt, direkt, direkt und haben halt dementsprechend dann Game. Aus diesem Grund, und das ist auch schon der kleine Fun Fact, wurde die allererste Verbotsliste überhaupt erfunden, denn diese Combo war einfach viel zu mächtig, um sie im Spiel ja drin zu lassen, und man hat halt angefangen, eine Verbotsliste zu machen. Natürlich hat man nicht nur diese Karten angefasst, sondern hat dann auch noch andere Karten natürlich angefasst, die auch sehr, sehr stark sind, aber sie war mit der Grund, warum überhaupt die allererste Verbotsliste gekommen ist und deswegen verdient auf Platz 2 und kommen wir jetzt zu unserem Platz 1. Und da sind wir auch schon bei dem ersten Platz angekommen. Und der erste Platz hat ziemlich in sich und ist definitiv das heftigste Monster, was es überhaupt jemals in Yu-Gi-Oh! Gegeben hat. Die Rede ist von Maxe. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was diese Karte überhaupt so heftig macht. Der Effekt ist folgender. Während der Spielzug eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Jedes Mal, wenn dein Gegner in diesem Spielzug ein oder mehrere Monster Spezialbeschwörung beschwört, ziehe sofort eine Karte. Du kannst nur ein Maxe pro Spielzug verwenden. Das klingt nicht nur heftig, es ist heftig. Jedes Mal, wenn euer Gegner ein Monster spezial beschwört, dürft ihr eine Karte ziehen. Und diese Karte ist in der Hinsicht einmalig. Zunächst einmal, es ist natürlich eine Handtrap. Ihr könnt es im gegnerischen Spielzug werfen, aber sogar in unseren Spielzug. Aber warum ist Maxe so einzigartig, ja, wie Maxe halt ist? Und zwar, sie macht etwas, was eigentlich kaum eine andere Karte macht. Sie sagt, hey, ich werfe jetzt Maxe ab, du darfst immer noch Yu-Gi-Oh! Spielen, aber dann hast du eigentlich verloren, weil ich ziehe immer mehr Karten. Wenn du jedoch gar nichts machst, dann hast du auch verloren, denn ich kann dann mein volles Board etablieren und dich angreifen und du kommst einfach gar nicht rein. So oder so seid ihr in einer sehr schwierigen Situation und es gab Decks wirklich, die so gebaut worden sind, dass du wirklich die einzige Chance hattest, Maxe zu besiegen, ist, den Gegner Deckout zu machen. Das muss man sich einfach mal überlegen. Ihr habt so viele Monster spezial beschworen, dass der Maxe benutzt hat, einfach verloren hat. Aber heutzutage natürlich ist das sogar noch schwieriger, denn heutzutage, wäre Maxe erlaubt, kann man ja in andere Handtraps reinziehen. Man kann die Biru ziehen, Ash und Permanence. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die du da reinziehst, womit du sogar nicht mal mehr Deckout gehen würdest, also falls der Gegner dies versuchen würde, weil er eh ihn so weit aufhalten könnte, dass er eben nichts mehr machen können. Falls euer Gegner jetzt jedoch wirklich ein Deck spielt, wo sie nutzlos ist, dann ist sie halt natürlich wirklich nutzlos. Aber muss natürlich dazu erwähnen, das Spiel entwickelt sich immer mehr hin zu Spezialbeschwörung. Das heißt, Spezialbeschwörung ist eines der wichtigsten Mechaniken geworden und deswegen ist Spezialbeschwörung quasi zu bestrafen so mächtig und deswegen auch Platz 1 hier, weil wie gesagt, jedes Deck will eigentlich Spezialbeschwören und vor allen Dingen neue Spielmechaniken allgemein, also Link, Synchro, Exit, etc. basieren darauf, ja, Spezial zu beschwören. Und deswegen wird Maxe auch immer stärker, weil das Spiel sich halt immer weiter entwickelt halt zu Spezialbeschwörung und genau deshalb ist Maxe ebenso stark, weil eben, wie schon erwähnt, das Spiel sich immer weiterentwickelt zu Spezialbeschwörung. Und natürlich haben wir zu Maxe auch ein Fun Fact. Und zwar im OCG ist die Karte immer noch auf 3 und deswegen ist in sehr vielen Decks auch Called by the Grave oder Crossout, was quasi ein ähnlicher Called by the Grave ist, sehr oft einfach Main gespielt wird. Das heißt, 6 Karten werden Main gespielt, einfach nur um diese Karte aufzuhalten. Denn wenn diese Karte fliegt, habt ihr quasi schon verloren, wenn ihr nicht auch einen habt. Ja, und das waren schon meine 10 heftigsten Monster, die es je in Yu-Gi-Oh! Gegeben hat, beziehungsweise gibt, natürlich aktueller Stand jetzt. Und ich würde gerne wissen, wie fandet ihr die Liste? Würdet ihr andere Karten vielleicht anders positionieren? Teilt es einfach mal mit, vielleicht unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich.